Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 14 Reborn mit dufter Typ als dufte Mieze und genug geämmt. Wir sind gerade zurück aus Gridania und wollen einen komischen Typen, den irgendetwas widerfahren ist, was zu essen kochen. Nein, was zu essen bringen. Weil das Kochen wurde schon von einem NPC gemacht, weil mir das Auktionshaus zu teuer war. So, Medrot. Warum nur musste ich diese grausige Entdeckung machen? Ist das die Strafe dafür, dass ich immer heimlich Schokobos genascht habe? Heimlich Schokobos genascht habe? Mama! Also, der ist riesige Vögel und hat dabei eine schlanke Figur. Nicht schlecht. Hey, dieser Duft. Ja, das bin ich. Das ist ja mein Lieblingsgericht. Woher hast du das gewusst? Mama hat mir immer diesen Eintopf gekocht, wenn ich am Boden zerstört war, um mich zu beruhigen. Gut. Jetzt muss ich nur noch schräg, schräg, ruhig. Yeah, bleib mal cool, Junge. Du bist echt nett. Jetzt, wo du es sagst, eigentlich hatte diese finstere Gestalt überhaupt keinen Grund, mich umzubringen. Aber trotzdem, ich werde diesen gruseligen Anblick so schnell nicht vergessen. Ich erinnere mich noch genau, es war, als die Glocke zum Ende der Schicht läutete. Ich war auf dem Weg zum schwimmenden Korken, als ich diese gruselige Gestalt im Wald sah. Ganz in Schwarz und das Gesicht unter einer großen Kapuze verborgen. Im Schlepptau hatte sie ein widerliches Monster, das aus nichts als Augen und Zähnen zu bestehen schien. Abgestoßen und neugierig zugleich schlich ich mich so nah ran, wie mich meine zitternden Beine trugen. Und dann sah ich ihn, den auf grausamste Weise entstellten Leichnam einer Frau. Überall Blut und Gedärme. Sowas willst du nie sehen, glaub mir. Mir ist das Herz bis in die Stiefelkuppen gerutscht. Mir war sofort klar, diese Gestalt in der Robe, das Gesicht hinter einer Maske verborgen, konnte nur ein Engel des Todes sein, der gekommen war, um die Seele der Frau zu beanspruchen. Der Typ war einfach nur, was? Genau, jene maskierte Gestalt suchst du? Bist du lebensmüde? Naja, jedenfalls kann ich dir versichern, dass du dann in Herbstkürbissee gut aufgehoben bist. Hier häufen sich in letzter Zeit nämlich lebensbedrohliche Vorfälle. Wenn die dich interessieren, hast du die richtige gefunden. Wir Bergleute sind schließlich Spezialisten für Klatsch und Tratsch und Legenden. Am besten in Gesellschaft eines kühlen Feierabendbiers. Sagt das Mannsweib. Wohl wahr, wohl wahr. Achso, wohl wahr, wohl wahr. Oui, oui. Wenn es um uns Geäule von Meldrot entsprach, erzähle ich gerne alles, was ich weiß. Ach, bitte nicht. Charmant wie ihr und je was. Na, jedenfalls habt ihr mich überzeugt. Lasst uns dieser freundlichen Abenteurerin bei ihrer Suche helfen. No, bitte nicht. Ich möchte keine Hilfe von wandelndem Gesindel. Ah, gut, von all denen schon. Das ist eine hübsche. Na komm, setzen wir uns erstmal zu hier. Sitz. So, dann erzähl mir mal was. Ich stehe mal wieder auf. So, du bist also an mysteriösen Vorfällen interessiert? Hm? Dann spitz mal deine Ohren. Dass man hier in den Bergen über eine Leiche stolpert, gehört mittlerweile fast zur Tagesordnung. Und all die Opfer, und all den Opfern ist eins gemeinsam. Ihre Gesichter sind bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Als Übeltäter kommen daher eigentlich nur die Sisse in Frage. So mutmaßen jedenfalls die meisten hier. Wir sollten diese Theorie überprüfen, findest du nicht? Dann wissen wir, ob dein maskierter Mann eventuell in die Vorfälle verwickelt ist oder nicht. Mach ein paar Sis den Gar aus und schau, ob du auf irgendwelche Weise
Beweise stößt, vornehmlich in ihren Mägen, klar? Alles klar, ich töte jetzt Viecher. So, und die nehme ich dann jetzt auch gleich mal in der Kontakt... in meinem Kontaktkreis auf. So, ist jetzt auch im Kontaktkreis. Und du kriegst auch ein Sternchen. Zack. Kann dann halt ebenfalls Leute einladen und so, ne? Ah ja, anschreiben, wenn ihr die online seht. Oder den Xanti. Und schon seid ihr in mal unserem Kontaktkreis. Und so einfach geht das. So, da unten ist ein Feld am Laufen. Und ich habe den Timer nicht gestellt. Ich bin gut. Ich hoffe einfach mal, dass es noch so um die 20 Minuten sind. Der andere Timer läuft gerade. Den Fade mache ich nicht. Genau das. Deswegen wollte ich nämlich nochmal kurz den, das Pistarium voll machen. Weil ich mir schon gedacht habe, hier werden sicherlich nochmal, na, seht ihr mal, 4 Stück für 7000 Erfahrungspunkte. Das nehme ich in Kauf. Weg hier. Die mögen irgendwie es zu detonieren. Das sind so Voltoballs für Arme. So. Der erste ist weg. Ja, ich habe auch, wie ihr seht, keine Quests angenommen. Das hat den Grund, weil die Hauptquest selber schon eine Stufe unter mir ist. Und ich in der nächsten Folge nochmal ein paar wie heißen sie? Gildengeheiße einbringen möchte. Habe ich mir gedacht, lasse ich das einfach mal, weil zum Leveln werde ich höchstwahrscheinlich jetzt gar, komplett auf Quests verzichten und die Hauptstory durchrackern, damit wir schnell und viel von der Hauptstory sehen und die Erfahrungspunkte, die Level-Ups an sich mache ich dann durch die Instanzen, was mir dann halt eben dementsprechend auch einiges an... ja, nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch an Ausrüstung zur Verfügung stellt. Beziehungsweise werde ich das halt eben dann so machen, dass ich in meinem Stufenbereich bleibe. Also jetzt ist es nicht sehr sinnvoll, den Stufenbereich zu wechseln. Außerdem gibt es dann irgendwann sowieso den Moment, wo dann die Hauptquest von sich aus sagt, ey, weißt du, kommst hier nicht rein, ja? Ey, ich habe noch gar nicht angefangen, auf dich einzuhacken und du greifst mich schon an. Findest du das nicht ein bisschen unhöflich, hm? Also, es kann ja auch sein, dass ich nur mit dir reden möchte, du komisches, straußenähnliches Schnabeltier. Wo ist eigentlich der Kopf von dem Vieh? Ach, da in der Mitte. Das soll der Kopf sein. Ah, lol, du bist ja so hässlich. So, von denen brauche ich 6 Stück. Einmal bitte 6 tote Sis. Oh, der Fate ist fehlgeschlagen. Wie traurig. Hä, die Geißler? Muss ich die nicht eigentlich besiegen fürs Bestarium? Davon habe ich noch nicht genügend. Ah, ich brauche einen Brandballon. Und keine Geißler. Dieses Symbol hier an der Seite bedeutet, dass das für die tägliche Hunting-Quest Gegner sind. Aber da wir keine Hunts machen, im Moment, können wir noch. Da wir keine Hunts machen, ist es nicht so relevant, den Kram zu machen. Also, oder die zu plätten, weil wir bekommen eh keine Punkte dazu, dafür. Wenn wir nicht die richtigen, die nötigen Hunts freigeschaltet haben. Hund. H-U-N-T-S. Hunds. So, 3 Stück brauche ich hier noch. Ich gucke dann auch einfach mal hier runter. Da ist nix.
Aber da ist einer von meinen Brandballons, glaube ich. Ja, es ist mein Brandballon. Okay, hier ist irgendein Charlie unterwegs. Nein, nicht da drin bleiben. Oh, ganz toll. Detonation, ich stand drin. Achso, das war schon. Fein. Freut mich umso mehr. Damit haben wir nämlich auch wieder ein Stück zum Gladiator freigespielt. Ich glaube, ich kann hier aber noch was anderes machen. Brandballons sind sicherlich nicht die einzigen. Nee. Anscheinend doch. Da ist wieder eins von diesen Viechern. Komm her. Ah, du. Wie der mich wieder zuerst sieht. Und wie es jetzt schon zwei sind, die auf mich einholzen. Ich liebe euch. Kommt her, lasst kuscheln. Ich glaube, ich mache mir gleich noch einen Kaffee. Ich habe irgendwie gerade Bock auf etwas Bitteres im Mund. Jetzt, wo die Jelly Bellies alle sind. Ich könnte mal wieder ein paar Chips reinpfeffern. Das kommt sicherlich während der Aufnahme auch ganz witzig. Crunch, Knurp, Knabber. Welche Chipsorten esst ihr gerne? Schreibt es mir in die Kommentare. Einfach nur, weil ich blöde Fragen stelle und ich hoffentlich coole Antworten bekomme. Trollolol. Ich esse eigentlich ziemlich alles an Chips. Na, das ist gelogen. Also, welche ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist dieses, sind diese Sour Cream Dinger. Die finde ich ziemlich eklig. Oder so Sachen wie Pizzageschmack, ja. Also, Pizzageschmack ist ja nun wirklich so. Für die Leute, die nicht wissen, wie eine Pizza schmeckt oder bisher noch keine Pizza gegessen haben oder ich weiß nicht, also das ist bah. Jelly Belly mit Kotze-Geschmack. Harry Potter lässt grüßen. Also das sind so und Sour Cream, nee, also Sour Cream gehört gerne bei mir in Ofenkartoffel oder Country Potatoes oder wie man auch immer die nennen möchte, aber nicht auf nicht in Chipsform. Barbecue ist auch gar nicht so mein Typ. Also ich merke, ich bin eigentlich eher so der Klassiker. Also ungarisch finde ich immer sehr lecker. Paprika, gesalzen, auch hier Essigöl fand ich gar nicht mal so schlecht. Meine Eltern waren in London und haben dann halt eben so eine Chipstüte mit Essigöl-Chips mitgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Sorte das war, aber das ist auf jeden Fall eine Sorte, die es nicht in deutschen Pennymärkten zu kaufen gibt. Sondern, wenn, dann muss man schon zu Rewe gehen. Aber oder der Real noch besser. Jetzt mache ich hier richtig dreckige Schleichwerbung. Auf jeden Fall, diese Chips waren sehr lecker irgendwie. Von denen konnte man aber nicht zu viele essen, weil die waren geriffelt und die haben doch schon ziemlich satt gemacht. Aber waren echt lecker. Oder nicht? Schulterzuck. Nee, also die... Du konntest weg. Oh, stimmt, du konntest sie nicht probieren. Ich habe sie aufgegessen. Also, man merkt, sie waren lecker. So. Hast du die Biester tatsächlich erledigt und steht noch immer und stehst noch in einem Stück vor mir? Hut ab, Abenteurerin. Du hast echt etwas auf dem Kasten. Und bist du auf Hinweise gestoßen? Bist du nicht? Hm? Also gut. Dann ist da eine Theorie mit den Cis wohl nichts dran. Was uns direkt zu diesem maskierten Typen und seinem gruseligen Monstergefährten führt. Gut. Oh, jetzt habe ich hier zwei Quests. Na gut, nehmen wir gleich beide. Der Schauerfels. Was die Mordfälle hier in Herbstkürbissee betrifft, gibt es noch eine weitere Auffälligkeit. Die Opfer waren nämlich allesamt junge Frauen. Und deren rastlosen Seelen sollen sich in einen Felsen südwestlich unseres Dorfes verkrochen haben, aus dem nachts ihr schrilles Klagen ertönt. Brr, ganz schön gruselig, was? Zu allem Überfluss soll das Gestein sogar noch gespenstisch leuchten, haben einige der Bergleute berichtet. Ich finde, wir
beziehungsweise du, solltest der Sache mal auf den Grund gehen. Ich leihe dir eine meiner Sprengstoffröhren, damit kannst du etwas Gestein von dem Felsen absprengen. Pass aber auf, dass du den nötigen Sicherheitsabstand einhältst, verstanden? Wir wollen ja nicht, dass du von einem Stein erschlagen wirst und in den schaurigen Klagereien einstimmst. Gut, was hast du? Oh, der kommt hier mit Gegenständen. Das ist auch schön. Nichts, was ich brauche. Perfekt. Oh, gibt da... Es gibt da etwas, was du wissen solltest. Ich habe es bislang für mich behalten, weil ich Medros Wahnvorstellungen nicht noch mehr Nährboten geben wollte. Aber auch in diese, aber auch ich habe diesen beflügelten Augapfel gesehen. Ich weiß nicht, ob es bloß Zufall war, aber meine Begegnung mit der Bestie betrug sich etwa zur selben Zeit wie die von Metro zu. Ich war gerade auf dem Heimweg nach Erdkürbissee, als ich ein Schatten über mich legte. Als ich mich nach oben schaute, blickte ich direkt in eine gigantische Auge. Ich schrie vor Schreck auf und rannte so schnell ich konnte in die Sicherheit der Siedlung, ohne mich auch nur einmal umzudrehen. Falls du der Sache auf den Grund gehen möchtest, die Begegnung ereignete sich in der felsigen Gegend westlich von ihr. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, oh Mann. Ich sollte das lassen mit versuchtem französischen Akzent, denn das wird später noch echt nervig, fällt mir gerade ein. Da bleibe ich lieber bei dem Silfengeplage. Die Meinige hat der Deinigen eine freudige Botschaftige zu übermittelt, denn... So ein bisschen Jar Jar Binks, ne? Oh ja, dieses Jahr ist 2015, ich freue mich schon mega auf Star Wars Episode 7. Weiß und ich weiß ja nicht, was ihr von dem Film haltet, aber Jurassic World kommt auch rein. Das wirkte auf mich wie so ein Remake von Jurassic Park. Kann natürlich aber auch nicht zwangsläufig ein Remake, sondern eine Weiterführung sein, weil im Trailer steht, der Park ist eröffnet. Kann ja auch sein, dass hier InGen John Hammond auf einmal gesagt hat, na, ich verkaufe meine ganzen Aktien und soll doch ich jemand anderer mit meinen ganzen Schulden rumprügeln. Ich weiß es nicht, aber ich bin mal gespannt. Ich werde mir Jurassic World ganz, ganz sicher angucken. Wobei ich gar nicht weiß, ob das Steven Spielberg überhaupt noch Regie geführt hat. Whatever. So, interagieren wir mal mit diesem Loch. Felsen, der leuchtet. Ja, dauert ein bisschen länger. Du spürst deine feindliche Präsenz. Oh, eine Terrormilbe. Oh, diese Viecher habe ich ja so gern. Denn die machen sage und schreibe nichts. Mit ein bisschen Glück hauen sie mir so eine komische AOE nach vorne. Obwohl, nee, Terrormilben können, glaube ich, auch... Ah, ich wollte es gerade sagen, die können nämlich auch vergiften. Da steht's Gift. So ganz harmlos sind die also doch nicht. Aber ich dachte am Anfang, die könnten ja auch ganz niedlich sein. Nee, aber eine Terrormilbe sieht nicht nach dem Viech aus, was wir suchen. Das ist, glaube ich, eher was anderes. So, und wir bewegen uns jetzt hier einfach weiter. Und ich hoffe, dass das hier überhaupt der richtige Weg ist. Nee, das ist gar nicht der richtige Weg, Mensch. Warum warnt mich keiner vor? Warum sagt denn keiner, ach du hier, schau mal, dass du nicht den Weg gehst. Geh mal lieber den anderen. Weil der andere Weg führt dich dann auch dorthin, wo du hin willst. Manchmal. Ich muss nämlich oben lang. Dann hier drüber. Anscheinend. Glaube ich. Hoffe ich. Nicht, dass ich jetzt gleich doppelt den falschen Weg nehme. Das wäre nämlich noch ärgerlicher. Aber wenn ich so gucke. Na, na. Wenn ich hier so gucke und hier langlaufe, dann bin ich bei einem Questgeber. Aber ich kann hier runterspringen. Boom.
Und die Gegner, die hier stehen, sind definitiv nicht die Gegner, die wir hier drüben hatten. Also bin ich hier richtig, glaube ich. So, felsige Gegend. Oh, perfekt. Das ist ja mal so perfekt. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich wusste gar nicht mehr, wo dieser Ort hier ist. Bumm. Funkelnder Felsgesteinbrocken. Davon brauchen wir 5 Stück. Und wir haben 5. Die liegen hier einfach so wundervoll verteilt rum. Super, und den nächsten, Nummer 3. Mal gucken, wann die erste feindliche Präsenz auftaucht. Die sich von der Detonation angezogen gefühlt hat oder so. Ich will Schnitt. Ja, ich hätte jetzt irgendwie gerade echt Bock auf eine Pizza. Aber Chips tun es auch. Ich werde mir gleich Chips holen. So. Wir sind hier durch. Ich hab's Kürbissee ist angesagt. Dann teleportieren. Ach ja, ich muss ja erstmal wieder vom Schokobo runter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Nase voll verstopft ist. Also. Und ich labere euch hier mit allem möglichen Scheiß zu. Erzählt mir was. Erzählt ihr mir doch was. Mögt ihr mal dabei sein? Könnt auch gerne bei Skype mit mir telefonieren. Langsam rede ich irgendwie so ein bisschen betrunken, habe ich das Gefühl. Oh, super. Das ist ja echt klasse. Wir können sogar noch anstoßen, wenn du möchtest. Ich habe hier auch noch was. Ich habe hier Waldmeister-Likör und Pflaume-Likör. Da fehlt ein N. Die haben echt schlampig gearbeitet. Und, oh, da ist noch was. Feige-Likör. Da fehlt wieder ein N. Ah, super. Dann können wir gleich reindröhnen. Und dann ist vielleicht auch die Nase wieder frei. Du hast auch, ne? Aha, krass. Muss man aber gleich mit gleichem anstoßen und so. Womit fangen wir an? Feige. Gut. So. Das Wehklagen ermordeter Mädchen, gespenstisches Leuchten und ein ganzes Dorf in Angst und Schrecken. Doch eine furchtlose Abenteurerin zog aus, das Rätsel der Schauerfelsen zu lösen. Und hat gefunden nix. Na dann lass mich das Gestein mal begutachten. Ist ja nicht zu fassen. Der Felsen ist ja ein denaturierter Kristall, seine Oberfläche ist petrifiziert. Darum ist er niemandem aufgefallen. Ein Blitzkristall, um genau zu sein. Deshalb auch das Leuchten und Grollen, das die Leute aus dem Wimmern der Opfer gehalten haben. Also, der ganze Trubel wegen eines wertlosen Stück Kristall. Nun, mit deinem maskierten Mann scheint dieser Vorfall jedenfalls nichts zu tun zu haben. Tut mir leid, dass du dir die Mühe umsonst gemacht hast. Danke. Für nichts. Du kriegst gleich noch eine Ohrfeige. Oh, okay, ich lasse es jetzt wirklich. Also, eine riesige Terrormilbe ist erschienen und du hast ihr den Garaus gemacht. Das ist amazing. Dieses Biest hat uns schon lange in Atem gehalten. Ob du es beabsichtigt hast oder nicht, du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Dafür gebührt dir mein Dank. Doch frag mich nun, ob ich die geflügelte Kreatur wirklich gesehen habe. Oder ob am Ende alles bloß Einbildung war. Gib mir Geld. Ich glaube, für mehr bist du nicht zu gebrauchen. Level up! Jawohl! Stufe 29! Jeha! Reden wir dann mal mit ihm. Der Tanz der Deduktion. Deduction. Immer noch keine neuen Ergebnisse von dieser Mordserie. Niemand kann sicher sein, wen es als nächstes trifft. Wie soll man da nachts noch ein Auge zumachen können? Du siehst auch aus, als hättest du schon länger nicht mehr ausgeschlafen. Ivarol. Wie kommt's? Normalerweise bist du doch die Ruhe selbst. Achso, der hat ein Tuch vorm Mund. Dann dieses Monster hat mir in der Tat einige schlaflose Nächte bereitet in der letzten Zeit. Doch mittlerweile bin ich mir absolut sicher, Freunde.
Was ich da draußen sah, war keine große Terrormilbe, sondern dieses schwebende Auge. Aber wie soll das denn funktionieren, Ivy? Wir haben das Monster fast zur selben Zeit gesehen, nur an ganz anderen Orten. Die Entfernung ist viel zu groß, als dass es mal eben von mir zu dir herübergeflattert sein könnte. Außerdem hat dieses freundliche Abenteurerin doch extra nachgesehen und nichts außer einer riesigen Terrormilbe gefunden. Und dennoch, und dennoch bin ich der felsenfesten, bin ich felsenfest davon überzeugt, einen gigantischen Augapfel mit Flügel über mir gesehen zu haben. Bei meiner Ehre als Bergmann, ich würde sogar meine Portion Feenapfelstrudel heute Abend darauf verwetten. Dann muss es dir wahrlich ernst sein. Naja, wir wissen nicht sicher, wie viele dieser geflügelten Augäpfel es gibt, Medrod. Gut möglich, dass Ivirol Bekanntschaft mit einem ganz anderen gemacht hat als du. Moment mal, das würde ja bedeuten, dass an den Felsen westlich von hier auch ein Leichnam liegt. Ich finde, wir sollten diesem Problem einer Spezialistin überlassen. Meint ihr nicht, sowas ist nicht für einfache Bergleute wie uns? Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, Medrod. Wie schön, dich kennengelernt zu haben, Abenteurerin. Natürlich bin ich an der Wahrheit interessiert, aber man soll seine Nase schließlich nicht in die Angelegenheiten stecken, stimmt's? So etwas ist bei einer erfahrenen Abenteurerin wie dir viel besser aufgehoben. Wenn du etwas herausfindest, solltest du dich mit dem mit der Bruderschaft der Morgenviper hier in Herbstkürbissee in Verbindung setzen. Die sind schließlich auch mit der Untersuchung der Vorfälle beschäftigt. Wir schnappen die Gerüchte bestimmt bald auf und werden sie genüsslich zu einem Bier hier in der Taverne zerkauen. Viel Glück, meine Liebe. Toll, warum hättet ihr mir nicht eher sagen können, dass die Polizei an dem Fall dran ist, ihr Volldeppen? Wisst ihr was, zum Abschied. Ups, das wollte ich gar nicht. Ja, das wollte ich auch nicht. Einmal für dich, Batz. Einmal für dich, Batz. Und für dich auch. Einfach nur, weil ihr mir Zeit gekostet habt. Okay, ich soll jetzt hier drunten drüber hin. Dann reite für mich uns alle durch die Gegend geschwind, ganz schnell wie der Wind. Mache ich an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn euer Gehör nicht durch meinen Gesang geplatzt ist. Dufter Typ verschwindet erstmal. Macht's gut.